Hallöchen, liebe Bücherfreunde und herzlich willkommen bei einer neuen Bücherwoche von mir. Einer Bücherwoche, die zwei Hörbücher parat hält und zwei Bücher mit wunderschönem Cover. Das muss man einfach so sagen. Sonst tatsächlich eine ganz gute Woche war, also sehr schön im Leseflow weiterhin gewesen. Zudem habe ich Matrix 2 angeschaut und ich habe auch was zur 7. Staffel von Vampire Diaries zu erzählen. Wer sich wundert, ich habe hier oben in diesem Video Werbung gekennzeichnet, denn ich habe von BenQ eine Lampe zur Verfügung gestellt bekommen, die ich in diesem Video ganz kurz präsentieren werde, die mich sehr, sehr überzeugt hat und für die ich mich jetzt eben auch entschieden habe, dass ich sie in eine Bücherwoche mit einbaue. Dazu wird es erst später einen kurzen Einblick geben, aber das Video wurde in diesem Sinne, sage ich jetzt mal, unterstützt, weil mir die Lampe zur Verfügung gestellt wurde und deswegen möchte ich das Video hier auch kennzeichnen, mit einer Art Kooperation und Werbung. Nicht, dass ihr euch irgendwie wundert, ihr findet die Infos, aber dann natürlich auch zu allem anderen unten in der Infobox und auch die Zeitstempel werde ich wieder einbauen zu den vier Büchern, über die wir jetzt sprechen werden. Und wir beginnen natürlich mit der chronologischen Reihenfolge der Bücher. Das erste Buch der Woche war auch das erste Hörbuch. Es war Layla von Colleen Hoover. Und hier haben wir schon das erste wunderschöne Cover. Ja, es erinnert natürlich an Verity, aber es sieht optisch richtig, richtig toll aus und ja, hat auch tatsächlich viel Spaß gemacht. Dann habe ich mein erstes Buch von Emily Northump gelesen, Kosmetik des Bösen. Liegt, glaube ich, seit meinem Geburtstag auf dem Sub und es wurde jetzt einfach Zeit, dass ich es lese. Gehört habe ich dann Die Zeit der Kirschen von Nicolas Barrault. Das ist ja die Fortsetzung zu Das Lächeln der Frauen. Und da Simon Jäger einer der Sprecher in diesem Part hier war, wollte ich es auch einfach hören. Und das habe ich auch gemacht. Und das vierte Buch der Woche ist dann eben auch das zweite Cover, das mir besonders gut gefallen hat. Und zwar Soul Food von Elizabeth Acevedo. Ist es nicht einfach schön? Also ich bin ja tatsächlich kein Coverkäufer, aber das Cover ist einem natürlich so direkt ins Auge gefallen und hatte mich damals einfach direkt gepackt und gefesselt. Ja, das lassen wir jetzt mal so stehen. Ja, alle Zeitstempel unten in der Infobox, wenn ihr irgendwie direkt zu einem der vier Bücher möchtet oder zum sonstigen Geplauder oder euch auch die coole Lampe von BenQ anschauen wollt. Ihr findet immer die Infos zu den Büchern. Alles andere wie Instagram und so weiter ist auch unten verlinkt, also schaut da gerne mal vorbei. Wir starten mit Layla von Colleen Hoover. Mir hatte ja Verity total gut gefallen. Das hat mich ja wirklich, obwohl es sehr speziell war, so richtig umgehauen. War für mich ja auch ein absoluter Hörgenuss und so habe ich mich natürlich auch auf Layla gefreut, was ja so in die ähnliche Richtung gehen sollte und das kann man schon mal sagen, es ist kein klassischer Hoover, wenn man da an New Adult oder an Romantik denkt, das hat man hier nicht, obwohl das Cover das ja doch ein bisschen andeuten lässt. Sprecher ist Oliver Wronka, der seinen Job wirklich sehr, sehr gut macht, der sehr viel Atmosphäre einfängt, auch so diese verschiedenen Gefühlslagen des Protagonisten richtig gut rüberbringt und also hier schon mal alles richtig gemacht. Cover toll, Sprecher cool. So viel falsch kann dann gar nicht laufen und ist auch hier nicht gelaufen. Wir treffen auf Leeds. Der ist Musiker natürlich und lernt bei einer Hochzeit von Laylas Schwester eben auch Layla kennen und beide verlieben sich ad hoc ineinander und es ist wirklich so Liebe auf den ersten Blick. Sie verbringen dann auch ganz viel Zeit miteinander und fühlen sich auch direkt sehr, sehr nah. Als Leeds dann sein Glück nach einer gewissen Zeit auf Social Media teilt, denn er ist als Musiker doch ein bisschen bekannt, hat viele Bekanntschaften, Freundschaften und er möchte hier sein Glück eben teilen. Kommt es kurze Zeit später dazu, dass seine Ex-Freundin auftaucht und um sich schießt, unter anderem auch Layla sehr schwer verletzt und auch Leeds wird verletzt. Beide sind danach nicht mehr so ganz dieselben, besonders Layla leidet sehr, sehr, sehr darunter und nach einem halben Jahr, wo sich beide so ein bisschen erholt haben, fahren sie eben so ein bisschen zum Abschluss dieser Erholung, um eben Kraft zu tanken und auch sich wieder näher zu kommen, denn beide sind so ein bisschen auseinandergedriftet, fahren sie an den Ort, in das Haus, wo sie sich damals eben bei der Hochzeit von Laylas Schwester kennengelernt haben. Dort ist aber auch nicht mehr alles so, wie es mal war, denn da passieren auf einmal merkwürdige Dinge und Leeds merkt recht schnell, dass sie mit ihm und auch Layla zu tun haben. Parallel zu dieser Geschichte, die uns hier eben erzählt wird, sind wir auch bei einer Befragung dabei und wir erfahren hier Dinge von Leeds, die nicht so richtig damit zusammenpassen, scheinbar,
was uns die chronologische Geschichte sozusagen erzählt. Also er sitzt hier mit jemandem am Tisch, erzählt seine Geschichte und es ist eine sehr absurde Geschichte und auch Dinge, die er tut, passen eben nicht dazu, wie er uns eigentlich die Beziehung zwischen sich und Layla präsentiert. DTV führt dieses Buch als Roman und ich muss schon sagen, ich glaube, es ist schon richtig eingeordnet. Es ist für mich aber schon eher so ein Spannungsroman, Thriller vielleicht zu wenig, wobei ich habe auch schon Thriller gelesen, da war weniger Spannung. Was hier, glaube ich, ganz wichtig ist, ist, dass wir definitiv erotische Szenen haben. Also es geht hier schon an mancher Stelle sehr, sehr zu Sachen. Und es gibt auch so einen paranormalen Teil in der Geschichte, den ich zwar gelesen habe, als ich den Klappentext gelesen habe, aber unter dem ich mir so nicht viel vorstellen konnte. Und als er dann auftauchte, war ich sehr, sehr, sehr überrascht. Ja, zum Cover habe ich schon genug erzählt. Ich finde es einfach mega. Ich finde auch diese Anspielung, dass es so ja, irgendwie zu Verity passt ganz gut, weil ich glaube, dass man so als Colleen Hoover-Fan die Bücher eben auch einfach auseinanderhalten kann. Aber ich glaube schon, dass man etwas anderes erwartet. Wenn man Layla anschaut, erwartet man keinen paranormalen Thriller mit erotischen Einschlag. Das muss man ganz klar sagen. Das Cover geht für mich so ein bisschen am Thema vorbei. Aber ja, das ist halt nicht schlimm. Die Geschichte ist wieder unglaublich locker, leicht, sie ist packend. Ich mag den Schreibstil von Colleen Hoover, wenn er in diese Richtung geht. Ich mag es, dass er irgendwie einfach ist, ohne großen Schnörkel. Und er hat jetzt auch keine wirklich besonderen Eigenheiten, aber diese Sogwirkung, diese Spannung, dieses Packende, das schafft sie hier bei mir definitiv aus. Das macht sie sprachlich wirklich sehr gelungen, auch durch diese verschiedenen Wechsel der Zeiten oder auch der Art, wie uns Leeds die Geschichte erzählt. Das macht sie, finde ich, wirklich richtig, richtig toll. Ich mochte die Ich-Perspektive von Leeds sehr gerne. Ich fand es sehr spannend, dass wir eben diese Parallelen hatten, dass wir so verschiedene Zeiten auch irgendwie haben, dass er manchmal uns eben aktiv aus seinem Leben erzählt und gleichzeitig aber auch jemanden, der ihn befragt, Dinge wiedererzählt. Das fand ich einen sehr interessanten, abwechselnden Stil. Ich glaube aber dennoch, dass man hier ganz viel Colleen Hoover spürt, ganz viel Frau spürt und das soll jetzt überhaupt nicht irgendwie die Geschlechterschublade aufmachen. Aber ich hatte schon manchmal das Gefühl, dass, oder ich glaube zu wissen, dass ein Mann manche Dinge einfach so nicht denkt und auch darauf gar nicht achtet. Und ja, jetzt habe ich natürlich komplett die Klischee-Schublade aufgemacht, steinigt mich. Aber man merkt, finde ich schon, dass hier eine Autorin am Start ist, dass merkt man ja durchaus zum Beispiel auch an Thrillern oder High Fantasy. Man hat eben so manchmal den Eindruck oder manche Dinge, da legt eine Frau gefühlt eben doch einen anderen Winkel drauf als ein Mann. Und das ist hier so mein Gefühl. Also ich nehme Colleen Hoover, diesen männlichen Protagonisten nicht ganz so ab, eben auch auf diese Art, wie sie es erzählt, ohne jetzt konkreter sagen zu können an einem Beispiel, was mich gestört hat. Aber es gibt eben so Dinge, wo ich einfach glaube, dass ein Mann das nicht so wahrnehmen würde, beziehungsweise es so eine Frauenbrille war. Und ja, das fand ich tatsächlich ein bisschen schade, wäre auch so mein Kritikpunkt. Es ist eine mega interessante Idee. Ich mochte dieses Gespinst drumherum. Es war auch an manchen Stellen eine sehr gruselige Vorstellung. Also was da passiert in diesem Haus, wie Dinge passieren, auch wie Leeds reagiert. Da hatte ich echt so manchen Gänsehautmoment und dachte, hoffentlich passiert mir das nie. Also ich hoffe immer, dass irgendwer in meiner Umgebung merkt, dass hier was nicht richtig läuft und mich da irgendwie rausholt. Und ja, es ist sehr überraschend mit Teilen der Handlung, ich einfach nicht gerechnet habe. Und ich fand auch tatsächlich, dass Colleen Hoover hier wirklich wunderbar Atmosphäre schafft, die eben auch Oliver Wronka als Sprecher, die richtig gut verpackt. Also diese gruselige Stimmung, die da manchmal herrschte, die hat auch der Sprecher sehr, sehr gut eingefangen. Mich störte an vielen Stellen das Verhalten von Leeds, auch wenn versucht wurde, sein Verhalten zu erklären. Ich fand es sehr, sehr grenzwertig, was er manchmal tat, wie er reagierte, zu was er auch fähig war. Und verstehe natürlich, dass man in einer Ausnahmesituation ist, dass man eigentlich das Richtige machen möchte. Man sucht hier nach Erklärungen und ja, bis zu einem gewissen Grad kann ich Leeds verstehen, ohne dass ich ihn in Schutz nehmen möchte. Aber man hätte das, finde ich, am Ende auch nochmal ins Reine bringen müssen. Also ich finde, dass man solche Dinge, wie er sie getan hat, nicht einfach stehen lassen kann, dass ihm einfach alles so vergeben wird, alles fein, alles schicki, yippie, yippie, yay. Ich finde schon, dass man am Ende irgendwo
nochmal darüber sprechen sollte, vielleicht sich nochmal erklären sollte und irgendwie, ich weiß auch nicht, das ins Reine bringen. Das hat mir so ein bisschen gefehlt. Und Leeds ist jetzt nicht der Charakter, den man unfassbar sympathisch findet. Man leidet mit ihm mit oder auch mit Layla, insbesondere mit Layla. Aber ich fand manche seiner Verhaltensweisen schon, also mehr als grenzwertig und hätte mir da gewünscht, dass da einfach nochmal so ein bisschen aufgearbeitet wird, was da eben auch irgendwie passiert ist. Jetzt nicht mal irgendwie Entschuldigungen oder so, aber einfach so ein bisschen, ja, dass Layla nicht ganz so verständnisvoll auf vieles reagiert, wie sie es getan hat. Die Geschichte hat definitiv Sogwirkung. Ich wollte unbedingt weiterhören. Ich habe das auch innerhalb von 3 Tagen weginhaliert, habe mir das in jeder Minute auch vorlesen lassen. Es war ein wunderbarer Hörflow, der mir sehr gut gefallen hat. Das Ende, ohne zu spoilern, fand ich definitiv eine Spur zu kitschig. Damit hatte ich tatsächlich gar nicht gerechnet. Ich hätte auch ein bisschen was anderes erwartet. Es hat mich auch eine Spur an eine Serie erinnert, die schon in eine ganz andere Richtung geht, die aber, ich fand, ein etwas realistischeres Ende gefunden hat. Ich komme nicht mehr auf den Seriennamen. War auf jeden Fall auch eine Thriller-Adaption. Ja, ich komme nicht mehr drauf. Da fand ich das Ende, ohne dass es in die gleiche Richtung geht, das möchte ich damit nicht sagen, aber es hat so einen ähnlichen Touch. Da fand ich das Ende definitiv realistischer als hier. Es hätte mir hier gerne noch so einen Überraschungsfaktor haben können. Aber es war natürlich so ein bisschen, ja, ich weiß, warum Colleen Hoover es hat so geendet, hat lassen. Ich hätte mir einfach als Leser nochmal so einen großen Knall vor dem Ende gewünscht. So einen ganz anderen großen Knall. Also es gab genügend Knallereien sozusagen in dem Buch. Ja, zu den erotischen Szenen möchte ich sagen, dass man da definitiv gefühlt schon mindestens irgendwie 16 sein sollte. Also ein Jugendbuch ist das Ganze nicht. Es geht schon an mancher Stelle sehr hart zur Sache, sehr detailliert. Das ist was, was ich beim Hören nicht so mag, aber ich es dann auch einfach mal überhört habe. Also ich da auch einfach mal denke, wenn da wieder irgendwelche Schweißperlen laufen und Haare gezählt werden und was weiß ich, das ist mir immer too much. Das funktioniert in meinem Kopf nicht, da im Grunde auch noch ihm sozusagen zuzuhören, der ja aktiver Teil ist, also in der Ich-Perspektive, das ist nicht so meins. Aber ja, alles in allem ein wirklich spannender und auch mit einer coolen Hintergrundidee, das war jetzt kein guter Satz, also es war eine spannende Geschichte mit einer coolen Hintergrundidee, die wirklich Sogwirkung hatte, ein toller Sprecher, hat wieder Spaß gemacht, kommt für mich aber nicht an Verity ran, weil doch einfach 2, 3 Kritikpunkte dabei waren, die es bei Verity nicht gab, aber ich muss sagen, mir hat hier Layla definitiv sehr gut gefallen und es hat sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ja, im Grunde schon parallel habe ich Kosmetik des Bösen von Emily Northump gelesen. Es ist mein erstes Buch der Autorin. Man sieht sie ja immer mal wieder und ich hatte auch einige ihrer Geschichten so ein bisschen auf der Wunschliste. Jetzt habe ich mitbekommen, dass das Buch verfilmt wird und im November auch schon der Film herauskommt oder vielleicht auch schon da ist. Und dann dachte ich, es ist doch ein guter Zeitpunkt, jetzt mal zu dem Buch zu greifen und zu schauen, ist das was, will ich da in die Verfilmung oder nicht? Ich muss sagen, ich kann vorweg schon sagen, es wird wohl nicht mein letztes Buch der Autorin sein, aber es hat mich nicht per Gänze sozusagen überzeugt und es ist jetzt auch keine so spannende Geschichte, dass ich irgendwie ins Kino gehen würde. Es ist eine sehr absurde Ausgangssituation. Wir treffen auf Jerome, der am Flughafen sitzt und dort auf seinen verspäteten Flug wartet. Er will eigentlich ein Buch lesen, doch dann stört ihn im Grunde ein Mann, der sich als Textor Texel vorstellt und ja, wie man vielleicht vermuten könnte, kommt er aus den Niederlanden. Er bedrängt ihn, er lässt ihn nicht in Ruhe, er lässt ihn nicht lesen und irgendwann fängt dann eben Jerome an und sagt, okay, ich kann dich hier aus irgendwelchen Gründen nicht vom Hals halten, dann lass uns doch unterhalten. Und es beginnt ein sehr philosophisches Gespräch, das zu Teilen sehr düster ist, das auch das ein oder andere Geständnis der beiden abverlangt. Während Texel unglaublich nervig ist, aufdringlich ist und auch unangenehm ist, er ist zum Teil auch in Worten sehr gewaltvoll, was ich nicht so erwartet hätte, fühlt man natürlich mit Jerome definitiv mit, merkt, wie er wirklich auch genervt ist von der Situation, wie er aber auch nicht dieser entfliehen kann. Und wir haben hier einen Dialogroman, der eben ja wirklich diese ganzen knapp 110 Seiten wahrscheinlich, ja 100 Seiten, eben einen Austausch, einen verbalen Austausch parat hält. Ja, ich bin so ein bisschen zwiegespalten bei dem Buch, weil ich es grundsätzlich sehr spannend und interessant fand. Es ist auch ein sehr spezieller Sprachstil, den die Autorin hier bereithielt und das gefiel mir im Gänze tatsächlich ganz gut. Allerdings
war mir die Geschichte selbst zu kurz und vieles, was ich an Geschichten mag, hat hier eben einfach gefehlt. Ich meine, es sind 100 Seiten, es ist gefühlt eine Kurzgeschichte. Mir fehlen Beschreibungen zu Orten, zu Charakteren, zum Aussehen, zu Situationen. Mir fehlte die Mimikbeschreibung der beiden. Man hatte wirklich ganz viel Dialog, ganz viel, was die beiden ausgetauscht haben, aber ich konnte mir drumherum sehr, sehr wenig vorstellen. Und ja, keine Frage, es hätte anders wahrscheinlich keinen Sinn gemacht, aber ich mag solche Dinge in Geschichten und die haben mir hier gefehlt. Es ist ein guter Dialogroman, der durch wirklich diesen besonderen Stil, den die Autorin hat, glänzt. Er konnte mich aber nicht ganz abholen, nicht ganz mitnehmen, nicht einsaugen in die Geschichte. Der Start war sehr spannend, es war auch anfänglich sehr unterhaltsam, doch dann wurde es irgendwie immer schräger und schräger und es wurde auch irgendwie böser und dann gab es unglaublich viele Wendungen in kurzer Zeit, die mich irgendwie überrascht haben, aber die mir nicht so gut gefallen haben. Und es gibt auch sehr viele Themen, die darin bearbeitet werden. Und das ist ein Punkt, der sich scheinbar in letzter Zeit durch meine Geschichten zieht, dass es mir manchmal zu viele Themen sind. Wir haben hier Moral, wir haben Gerechtigkeit, es geht um das eigene Gewissen, es geht um Trauma und deren Verarbeitung. Und es sind sehr, sehr ernste Themen, die mir einfach alle viel zu kurz kamen, zu viel da waren und sich gar nicht so richtig damit befasst wurde, sondern nur sehr oberflächlich. Und das fand ich tatsächlich sehr schade. Grundsätzlich fand ich es aber eine interessante Idee. Ich mochte diesen Dialogstil und ich fand auch diese spezielle Art, wie Amélie Nothomb uns die Welt sozusagen zeigt, ganz spannend. Aber mir haben eben auch einfach Dinge gefehlt aufgrund der Kürze. Ich kann aber verstehen, dass einem das gefällt und dass man gerade deswegen wahrscheinlich auch von der Autorin mehr lesen möchte. Also mein letztes Buch von ihr wird es nicht sein. Ich habe noch 2, 3 auf der Wunschliste, werde mir das auf jeden Fall ansehen. Diese absurde Ausgangssituation am Flughafen und dieser Dialog kann natürlich jetzt filmmäßig ganz spannend sein. Ich werde da vielleicht auch die ein oder andere Filmrezension abwarten, aber ich bin hier einfach sehr gespannt, was vielleicht die Autorin sonst noch für mich parat hält, wenn ich ein weiteres Buch von ihr lese. Das zweite Hörbuch ist dann Die Zeit der Kirschen von Nicolas Barrot. Das ist die Fortsetzung zu Das Lächeln der Frauen, was ja sein Debütroman gewesen ist und ich auch sehr, sehr geliebt hat. Hinter Nicolas Barrot steckt ja, das ist mittlerweile bekannt, eine Verlagsmitarbeiterin aus einem deutschen Verlag. Es gibt die Bücher also dementsprechend auch eigentlich nicht in der Ursprungssprache Französisch. Ich weiß, dass das damals zu ganz viel Aufregung gesorgt hat, weil es in dem Buch ja auch irgendwie um Pseudonyme und so geht. Und als es dann rauskommt, war das super spannend. Man kann, finde ich, das Buch aber auch absolut ohne Vorkenntnisse lesen, ohne dass man Das Lächeln der Frauen gelesen hat. Ich finde, dass es am Einstieg sehr gut gemacht wird, man noch ein bisschen Erinnerungen bekommen, wie es eben in der Ursprungsgeschichte war, wie sich die beiden kennengelernt hat. Ich finde aber nicht, dass sehr viel Bezug auf die erste Geschichte genommen wird, sodass man, wenn einen jetzt der Klappentext anspricht, eben auch einfach zu diesem Barrot greifen kann. Ich habe, soweit ich weiß, so ziemlich alle Barrots gelesen bzw. gehört, sehr viele sehr gemocht, manche nur so okay gefunden. Ich habe mich aber sehr gefreut, denn Das Lächeln der Frauen ist definitiv einer meiner liebsten Romane von ihm, die ich jetzt auch schon 3-mal gelesen habe und dementsprechend eben auch die beiden Protagonisten sehr gut kenne und auch schon öfter erlebt habe. Ich habe zum Hörbuch gegriffen, weil unter anderem Simon Jäger den männlichen Part spricht. Ich mich darauf immer freue, wenn ich Simon Jäger höre. Und Tessa Mittelstädt spricht dann unsere Protagonistin. Eine tolle Mischung, hat mir sehr gut gefallen. Beide Sprecher machen hier einen Top-Job, agieren auch sehr gut miteinander. Also es passt sprachlich beides sehr gut zueinander. Es sind auch keine Unterschiede irgendwie in Klang der Geschwindigkeit oder auch in der Lautstärke, was ich besonders wichtig finde, wenn man eben 2 Sprecher hat, dass das gut abgemischt ist. Und mir hat das von beiden wirklich gut gefallen. Und ja, Simon Jäger gehört definitiv zu den Top 5 meiner Sprecher und hat hier auch einen ganz besonders guten Job abgeliefert. Wir treffen auf den Autor André, der schon seit einigen Monaten seine Freundin Aurea einen Antrag machen möchte. Allerdings kommt ihm immer irgendwas dazwischen. Es geht immer irgendwas schief. Und er weiß so gar nicht mehr so richtig, welchen Moment er jetzt noch abpassen soll. Er plant jetzt eben am Valentinstag es sich vorzunehmen und möchte ihr jetzt einen Heiratsantrag machen. Allerdings klappt auch das am Valentinstag nicht, denn Aurelia, die ihrerseits Köchin ist, freut sich darüber, dass sie jetzt scheinbar einen Michelin-Stern bekommt, ist schon total happy. Doch dann erfährt sie, dass das gar nicht für ihr Restaurant ist, für sie ist, sondern es ein anderer Koch bekommt,
Restaurant eben genauso heißt wie ihr eigenes. Sie ist da erschüttert und es kommt eben wieder nicht zu diesem Heiratsantrag. Aurelia möchte jetzt aber diesen Koch kennenlernen, ihn näher kennenlernen, möchte so ein bisschen hinter sein Kochgeheimnis kommen und fängt da auch so ein bisschen an, die Beziehung und eben auch André ja so ein bisschen hinter sich zu lassen, viel Zeit mit dem Koch zu verbringen. Und das stört natürlich André sehr, denn er ist nach wie vor verliebt. Er möchte hier im Grunde jetzt auch irgendwie die Dinge festzurren mit einer Hochzeit. Und es kommt hier dann eben auch zu der ein oder anderen Eifersuchtsgeschichte. Ich fand die Geschichte, die Fortsetzung ganz schön. Hat mich nicht so umgehauen wie andere Barreaus und schon gleich gar nicht wie den ursprünglichen ersten Teil, wie das Lächeln der Frauen. Ich fand es als Geschichte ganz schön, ich fand es unterhaltsam, es hatte Wohlfühlmomente, es hat uns auch wieder nach Frankreich, nach Paris gebracht, das war richtig, richtig schön, ich finde, das kann Nicolas Barreau. Es ist sehr leicht, es ist sehr locker, es ist einfach, es ist vielleicht an mancher Stelle auch zu seicht, es war dennoch schön zu hören. Also als Hörbuch definitiv empfehlenswert. Ich glaube, lesend hätte es mich nicht ganz so abholen können und mitnehmen können. Die Liebesgeschichte in diesem Buch war aber ganz und gar nicht romantisch oder gar schnulzig, wie man es sonst von ihm kennt. Ich hatte da definitiv andere Erwartungen. Wir haben hier eher als Thema so ein bisschen das Eifersuchtsthema, das sehr vordergründig ist. Und das konnte mich nicht so ganz abholen, weil es auch kein Thema ist, was mich so ausmacht, sage ich mal. Ich bin kein sehr eifersüchtiger Mensch und hätte hier gerne mehr gewusst, woher diese Eifersucht in den beiden und besonders auch in André dann eben rührt. Zudem entwickelt es sich irgendwie, wenn auch nicht gänzlich vordergründig, zu einer Dreiecksgeschichte, was ich einfach gar nicht mag und was ich hier gar nicht erwartet habe und mich tatsächlich frage, warum man dieses Fass jetzt im Grunde mit diesen beiden Charakteren aufmacht, die man eben in das Lächeln der Frauen so lieb gewonnen hat. Warum man jetzt hier im Grunde so ein Dreierding draus machen musste. Es gibt einige Wiederholungen zum ersten Band, was ich ganz gut fand, um eben in die Geschichte reinzukommen, um nochmal so ein bisschen zu erfahren, wie die beiden sich kennengelernt haben und so weiter. Das fand ich auch ganz schön. Ist natürlich auch besonders für die Leser geeignet, die den ersten Band nicht kennen oder wo es wie bei mir eben auch schon ein paar Jahre her ist. Ich glaube aber, wenn man beide Bände Bücher hintereinander liest, dass einem das dann wahrscheinlich ein bisschen auf die Nerven gehen könnte. Die Charaktere wurden sehr gut gezeichnet. Beide sind sehr in ihrem Beruf sehr leidenschaftlich unterwegs. Sie stehen voll dahinter, was sie tun. Das kam richtig gut und authentisch rüber. Ich fand es aber auch hier sehr schade, dass die Charaktere so ein bisschen anders gezeichnet wurden, als wir sie ursprünglich kennen. Und was ich ganz schlimm fand, ist, dass sich beide für den jeweils anderen seine Erfolge auch nicht freuen konnten. Und das hat für mich überhaupt nicht gepasst. Also so haben wir die beiden im ursprünglichen ersten Buch nicht kennengelernt. So wirken sie, auch wenn sie uns allein präsentiert werden, nicht. Aber in Kombination hat man dann gespürt, dass sie sich nichts gönnen können, dass sie schon irgendwie auch gar nicht sich freuen können, auch dieses Glück gar nicht miteinander teilen. Und das hat mich grundsätzlich an dieser ganzen Beziehung der beiden so ein bisschen zweifeln lassen und ich habe mich gefragt, was machen die beiden eigentlich zusammen? Habe ich tatsächlich überhaupt nicht so richtig verstanden. Zudem fand ich es auch sehr schade, dass es viele Vorausschauungen gibt für Dinge, die später in der Geschichte kommen, was zwar natürlich neugierig macht, aber auch die Spannung komplett wegnimmt. Also es war nicht sehr viel Spannung spürbar, es war immer so, man wusste eigentlich, irgendwann kommt das und das, weil man das ja schon mitbekommen hat. Und das fand ich eigentlich ein bisschen schade, weil man so ein bisschen seicht dahin plätschert und auch keine Spannungsmomente gibt und auch keine Dinge, die dann irgendwie aufgelöst werden müssten oder Ähnlichem. Das fand ich tatsächlich sehr schade. Also in Gänze war es irgendwie okay. Ich habe es auch gerne gehört, was auch an den Sprechern definitiv liegt. Aber es ist für mich so ein Barreau, an dem man in einem Vierteljahr nicht mehr denkt. Also wo man dann weiß, ja, habe ich gehört, aber ja, nimmt man nicht mit. Da muss ich sagen, da gibt es Bücher von ihm, die tiefer sitzen, unter anderem eben auch das Lächeln der Frauen, was ein ganz anderer Barreau gefühlt ist. Ich weiß nicht, natürlich sind da 10 Jahre oder mehr vergangen, wahrscheinlich sogar mehr, aber ich weiß nicht, welche Motivation man hat, überhaupt diese beiden Charaktere nochmal wiederzubringen und dann auch so verändert zu präsentieren. Das fand ich tatsächlich sehr schade. Natürlich entwickeln sich Menschen auch weiter, keine Frage. Und auch als Paar funktioniert man anders, als wenn man sich kennenlernt, es ist mir auch klar. Aber so wie die beiden ticken,
Also, und ohne dass man es erklärt bekommt. Also, warum sind sie noch zusammen und so weiter? Das hat mir einfach sehr, sehr gefehlt. Aber es ist natürlich wie gewohnt ein lockerer, leichter Stil von Nicolas Barrault. Und wir sind natürlich auch in Paris unterwegs, was einfach Spaß macht. Und wir haben wieder so ein bisschen Autorenleben und auch ja natürlich die Köchin, die uns hier mit ihren Gerichten ein bisschen verzaubert. Aber na, von einem Highlight sind wir hier definitiv weit, weit weg. Es geht kulinarisch weiter mit Soul Food von Elizabeth Acevedo, ein Buch, das mir durch sein wunderschönes Cover aufgefallen ist. Es hatte mich total angesprochen und ich fand dann auch die Idee mit Essen und Kochen und ja, fand ich super spannend und habe mich da sehr, sehr, sehr auf diese Geschichte gefreut. Die Autorin Elizabeth Acevedo ist eine dominikanisch-amerikanische Schriftstellerin und ihre Bücher bisher liegen auch eher im Genre Jugendliteratur, wozu ich jetzt Soul Food auch mitzählen würde, denn wir haben hier natürlich auch eine junge Protagonistin mit 17 Jahren, die eben natürlich auch noch mittendrin steckt in dieser Jugendlichkeit. Und es hat auch das ein oder andere etwas schwerere Thema, aber ich finde dennoch, dass es ein gutes Jugendbuch ist. Wir treffen auf Imoni, die wie gesagt 17 Jahre jung ist, sehr talentiert ist beim Kochen, im letzten Schuljahr angekommen ist, es jetzt eben auch einen Kochkurs gibt, der ihr angeboten wird, an dem sie auch teilnehmen möchte, obwohl sie doch ganz schön lange darüber nachdenkt, denkt, ob sie das schafft, ob sie das kann. Sie ist sehr kritisch mit sich selbst. Sie geht neben der Schule auch noch jobben, denn Imoni hat eine 2-jährige Tochter, Emma, die jetzt auch in die Kita geht und sie lebt eben mit ihrer Tochter zusammen bei ihrer Großmutter. Und das macht natürlich so ein bisschen das Leben nicht einfacher, wenn man wirklich so jeden Cent umdrehen muss, wenn man arbeitet, wenn man nebenbei auch noch in die Schule geht, wenn man im Grunde auch so ein bisschen diesen Stempel abgedrückt bekommen hat als junge Mutter und ja, damit lebt es sich nicht ganz einfach. Es gibt auch einen neuen Schüler in der Klasse, mit dem sich Moni irgendwie auch ganz gut versteht. Er möchte auch ein bisschen mit ihr befreundet sein. Da weiß sie aber zu Beginn nicht so richtig, möchte sie das? Was entwickelt sich da? Hat sie dafür überhaupt Zeit? Und ja, wir merken so ein bisschen über die Familienprobleme von Imoni. Also zum einen, dass ihre Mutter jung gestorben ist, dass ihr Vater nie so richtig anwesend ist, dass sie bei ihrer Oma aufwächst, gleichzeitig eben eine junge Tochter hat, hier eben auch durchaus Themen offen hat mit dem Vater ihrer Tochter und auch mit den Schwiegereltern. Die beiden sind kein Paar, aber die anderen Großeltern sozusagen ihrer Tochter. Und ja, dass hier ganz viel ja, in ihr brodelt und sie einfach hier merkt, ich werde viel zu schnell erwachsen, ich kann gar nicht so schnell wachsen, wie ich es eigentlich bräuchte. Und es ist eine super schöne Geschichte mit einer tollen Protagonistin. Ich finde wirklich, dass Imoni stark ist, dass sie tough ist, dass sie zwar unsicher ist, aber immer wieder abwägt, was das Richtige für sie und auch für ihre Tochter ist, dass sie sich da auch selten so reinreden lässt, aber eben Tipps durchaus annimmt, dass sie viele die Dinge, die eben so sind, wie sie sind, auch so annimmt, weil sie eben auch weiß, die Energie hat sie gar nicht, um ja, jede Diskussion zu führen, jeden Streit zu führen. Und das fand ich sehr gelungen. Also ich mochte Emoni als Charakter sehr, sehr gerne. Es sind sehr viele Themen in dieser Geschichte. Ich komme wieder dahin, wo ich denke, warum müssen so viele Themen in einer Geschichte sein? Zum einen fand ich es sehr spannend, dass wir hier erfahren, dass es durchaus Unterschiede im Schwarzsein gibt. Das wird hier thematisiert. Das fand ich super interessant. Das war mir tatsächlich überhaupt nicht so bewusst. Ich hatte das auch gar nicht so erwartet, weil es ja in der Regel auch keine Unterschiede im Weißsein gibt. Also es gibt ja keine besseren oder schlechteren oder halberen weißen Menschen. Also, das fand ich super interessant. Es hat mir auch ein bisschen die Augen wieder weiter geöffnet, was so das Thema Rassismus angeht. Also, dass das eben auch in Zwischenebenen irgendwie stattfindet und nicht nur auf dieser direkten Art und Weise, wie man es ja sonst kennt. Fand ich sehr spannend, sehr interessant. Konnte ich mir, wie gesagt, auch gar nicht so richtig vorstellen, habe es aber durch die Geschichte sehr gut verstanden. Überhaupt ist das eben ein Thema, wie sie eben auch von ihren Lehrern gesehen wird, wie sie von ihrer Umgebung wahrgenommen wird, natürlich dann auch noch als junge Mutter, welche Probleme sie hier hat, wie sie aber trotzdem irgendwie auch sie selbst bleiben kann. Also es sind viele, viele, viele Themen, das muss man definitiv sagen. Die Charaktere und ihre Entwicklungen fand ich auch sehr authentisch, sehr echt, fand ich gut eingebracht.
Ich fand aber, dass die Nebencharaktere doch ein bisschen blass geblieben sind. Also man erfährt von manchen Charakteren, dadurch, dass sie im Moni eben auch in der Ich-Perspektive erzählt, sehr wenig. Natürlich erzählt sie sehr viel über ihren nicht vorhandenen Vater, den sie nur einmal im Jahr sieht, über ihre Oma. Sie spricht eben auch immer mal über den Vater von ihrer Tochter, auch über ihre Emma erzählt sie uns viel. Aber so die besten Freunde, die Schulkollegen oder Lehrer, das bleibt alles relativ blass und außen vor, was ich ein bisschen schade finde, denn das hätte ich mir tatsächlich ein bisschen intensiver gewünscht. Die Geschichte ist grundsätzlich sehr leicht, sehr flüssig und auch wirklich sehr jugendlich erzählt. Ich mochte auch einiges in dieser Umgangssprachlichkeit, die Imoni hat. Mir waren es aber zu viele Switche in der Erzählung. Wir haben eben Geschichten, die jetzt gerade passiert, die uns Imoni erzählen. Gleichzeitig haben wir Rückblenden, gleichzeitig gibt es so Nebenerzählungen, die sie uns einfach so mit reinwirft. Und ich fand das zu schnell und zu viel und die Kapitel oftmals zu kurz. Denn man ist jetzt in einer Szene irgendwie angekommen, fängt gerade irgendwie so an, Gefühle, Emotionen aufzubauen. Schwupps, ist diese Szene vorbei, wir sind ganz woanders und fangen im Grunde immer wieder von vorne an. Das fand ich super schwer, sehr anstrengend. Und das war etwas, was dieser Geschichte die Leichtigkeit auch ein bisschen genommen hat. Ich fand zwar so die Kapitel von den Unterschieden ganz schön, sowohl die Ich-Perspektive aus dem Jetzt als auch ihre Gedanken, aber man, also ich hätte so einen Stil oder vielleicht zwei mit Rückblenden oder so ganz angenehm gefunden. Ich fand es, mir persönlich war es an vielen Stellen einfach zu viel. Es hätte ein bisschen ruhiger, ein bisschen linearer erzählt werden können. Das hätte für meine Begrifflichkeit die Geschichte auch flüssiger gemacht. Das Thema Kochen ist definitiv präsent, hätte aber bei dem Titel Soul Food definitiv mehr sein können. Muss ich ganz klar sagen, ich hätte es mir hier ausführlicher gewünscht, ich hätte mir hier mehr Liebe zum Kochen erwartet. Natürlich erfährt man schon diese Leidenschaft, die Imoni hat, eben zum Kochen, zum Backen, wo das herkommt, wo das hingeht, wie intuitiv sie auch einfach kocht und backt, wie sie sich ihre Zukunft da auch vorstellt. Aber es hätte für mich einfach viel mehr Thema sein können, denn die Geschichte heißt nun mal Soul Food, also Seelenessen, und da hätte ich mir mehr Essen, mehr Kochen in irgendeiner Art und Weise gewünscht. Was mich durchgängig gestört hat, ist, dass Imoni zu ihrer Tochter Emma ständig Babygirl gesagt hat. Jetzt bin ich tatsächlich kein großer Fan von Kosenamen, von Schatzis und Hasis und Spatzel und keine Ahnung, was sich da jeder so einfallen lässt. Ich bin da nicht der größte Fan. Ich fand es aber tatsächlich sehr weird, dass sie nicht nur in Gedanken an Babygirl gedacht hat. Ich dachte auch zu Beginn noch, erfahren wir überhaupt je den Namen der Tochter oder verwendet sie das sozusagen als Pseudonym, damit sie die Identität ihrer Tochter nicht bekannt geben soll, muss, kann. Also wobei sie jetzt ja keine Influencerin oder Promi ist, aber wir erfahren dann, dass ihre Tochter Emma heißt. Dennoch denkt sie gefühlt wirklich 90% an Babygirl und spricht auch ihr eigenes Kind so an. Und das fand ich tatsächlich irgendwie merkwürdig. Also ich weiß nicht, wie es vielleicht anderen geht, die diese Geschichte gelesen haben oder wie sie das so grundsätzlich, wie ihr das so findet. Aber ich fand, ich weiß nicht, warum spreche ich mein Kind nicht mit Namen an? Also mal einen Kosenamen, ja, aber denkt man wirklich dann auch im Kosenamen? Also ich fand das irgendwie merkwürdig. Ich fand das sehr gewöhnungsbedürftig und vielleicht liegt es auch daran, dass ich kein Fan von Kosenamen bin. Ja, aber das hat mich immer mal so irgendwie zucken lassen, als dann immer Babygirl hier, Babygirl da, heute Babygirl dort und dann habe ich Babygirl umarmt und ich denke so, Mädel, das Kind hat doch einen Namen. Also, vielleicht bin ich da auch ein bisschen merkwürdig. Ja, alles in allem eine schöne Geschichte, die eben einfach auch Luft nach oben noch hätte, aber die mich gut unterhalten hat. Und ich habe ein Zitat rausgeschrieben, was mir sehr gut gefallen hat. Es heißt: Die Welt ist ein Plattenspieler, der nie stillsteht und wir Menschen wählen die Songs aus, die wir nur aussitzen und jene, die uns zum Tanzen inspirieren. Ja, wunderschön. Ja, das war eine richtig schöne Weisheit, die ich mir definitiv auch nochmal in meinem Bullet Journal eintrage. Bevor ich dann über die Filme der Woche spreche, möchte ich über einen Neuzugang bei mir sprechen. Einen Neuzugang, den ich so knapp, ja, seit Anfang Oktober bei mir auf dem Schreibtisch stehen habe. Ich möchte über eine BenQ-Lampe sprechen, weswegen, was ich vorhin schon angesprochen habe, auch Werbung hier eingeblendet ist. Mir wurde die Lampe dankenswerterweise von BenQ zur Verfügung gestellt.
Sie hat mich optisch einfach umgehauen. Aber ja, seht selbst, ich habe ein bisschen einen Clip vorbereitet. Schaut euch die Lampe einfach mal selbst an und ja, wie sie euch so gefällt. YITE Reading Leuchte mit Anpassungsmöglichkeiten an die gegebenen Lichtverhältnisse sieht doch optisch wirklich schick aus. Also ich habe mich direkt in die stylische moderne Optik verliebt. Zudem habe ich dann die Infos so ein bisschen gelesen und ich muss wirklich sagen, die Lampe ist großartig. Sie ist zwar super schwer, so gefühlt mit knapp an die 5 Kilo, aber durch den, dass eben der Stahlfuß so schwer ist, lässt sie sich biegen, verdrehen, ausschwenken, ohne dass man hier irgendwie Angst haben müsste, dass sie umfällt. Es gibt ein langes Kabel mit einem relativ großen Stecker, der leider 2 Plätze in meinen Anschlüssen verbraucht. Das ist ein bisschen schade, aber ja, lässt sich leider nicht ändern. Es gibt einen integrierten Sensor, der das Umgebungslicht erfasst und dadurch eben auch Reflexionen und Spiegelungen vermeidet. Zudem haben wir hier durch die besondere SmyCurve-Technologie ein gleichmäßiges und auch flimmerfreies Licht. Das finde ich auch richtig toll, besonders beim Schreibtisch, wo man ja doch ein bisschen eine größere Fläche abdecken muss. Beim Drehknopf kann man dimmen. Das finde ich super. Gerade wirklich so, wie von außen das Licht reinkommt, dass man es ein bisschen heller oder dunkler stellen kann. Und zum anderen haben wir hier eben auch die Möglichkeit, zwischen warm und kalt zu unterscheiden. Das fand ich auch richtig toll. Besonders, wenn man einfach sagt, morgens darf es ein bisschen kälter sein, aber nicht zu hell. Und am Abend darf es eben wärmer sein. Vielleicht bei einem guten Buch die Lampe auch am Bett hat. Und das finde ich richtig toll. Funktioniert super einfach. 2 Sekunden drücken. Auch der Dimmer lässt sich hier sehr gut schalten und das finde ich richtig, richtig toll. Man kann eben auch die Höhe und den Winkel der Leuchte nach Bedarf individuell einstellen und gerade auch dank der LED-Lichter ist es super, dass es eben am Bildschirm nicht reflektiert, dass es auch bei Büchern nicht zu Reflexionen kommt durch die etwas helleren Seiten. Finde ich richtig toll. Also ich bin sehr angetan. Hätte sie nicht so ein schweres Gewicht, könnte man sie durchaus durch die Wohnung tragen. Aber das ist ja wirklich nur ein ganz kleiner Kritikpunkt. Sonst bin ich sehr begeistert von der Lampe und ja, erfreue mich jetzt mit diesem wunderbaren Licht an meinem Homeoffice-Schreibtisch. Optisch ist sie wirklich ein absolutes Highlight. Ich finde sie so stylisch und modern. Und ich hatte sie zu Beginn auch im Schlafzimmer stehen. Mir war sie da aber auf dem Betttischchen einfach am Ende irgendwie zu groß und zu unhandlich. Aber zum Lesen einfach perfekt. Und das war eigentlich auch der Grund, weswegen ich diese Kooperation mit angenommen habe, weil ich eben ja eine Nachttischlampe auch gesucht hätte. Jetzt habe ich eben eine coole Schreibtischlampe und die ist dafür wirklich perfekt geeignet. Ich habe sie jetzt knapp 4 Wochen getestet und bin mehr als zufrieden und bin da wirklich happy, ja, dass ich diese Lampe testen durfte. Auch nochmal vielen Dank an BenQ. Und ich, ja, ist mal eine ganz andere Art der Kooperation und Zusammenarbeit. Aber thematisch passt natürlich so eine E-Reading-Lampe, die man sowohl zum Lesen, ne, auch benutzen kann, als eben am Schreibtisch doch so ein bisschen auch dazu. In der Woche haben wir auch Matrix 2 angeschaut. Wir haben ja in der Vorwoche mit dem ersten Teil angefangen und ich hatte den Film nicht sehr positiv in Erinnerung. Es ist ja auch schon knapp 20 Jahre her, dass der zweite Teil in die Kinos kam. Ich weiß, dass wir damals sehr kritisch waren, weil wir den ersten Teil unfassbar gefeiert haben. Es sind fast alle Schauspieler im zweiten Teil mit dabei. Ich muss aber sagen, ich habe den Film zwischendurch, glaube ich, noch einmal gesehen, weil ich ja, einfach 2 und 3 nicht so gut fand. Den ersten habe ich öfter gesehen. Ich muss aber sagen, dass er mir tatsächlich überraschenderweise jetzt ein bisschen besser gefallen hat, dass ich ihn jetzt philosophischer fand, dass ich jetzt auch Anspielungen ein bisschen besser verstanden habe, auch so im direkten Hintereinanderschauen, dass ich aber nach wie vor meine Probleme habe, wie Morpheus und diese Bewegung rund um Neo gezeigt wird, dass sich natürlich hier schon mehr herauskristallisiert, dass eben Neo so eine Art Retter ist, so eine Art Messias, was ja grundsätzlich so eine Geschichte ist, die man ja ganz oft erlebt, auch besonders in der Fantasy. Das zeichnet sich hier sehr deutlich ab. Ich mag die Idee, wie im Hintergrund das mit Mr. Smith weitergeht, wie wir hier Zion erleben, wie die Charaktere sich entwickeln. Ich fand das tatsächlich gar nicht so schlecht. Er wird nicht mein Lieblingsfilm, er wird auch bei weitem nicht mein Lieblingsteil in der Matrix-Reihe, aber ich fand ihn besser, als ich in Erinnerung habe.
Aber es wird jetzt, wie gesagt, kein Film, den ich mir regelmäßig anschaue, wo ja der erste durchaus mal ja, dazu gehört. Ich freue mich jetzt aber auf den dritten Teil und dann ja ab Dezember auch auf den vierten Teil in den Kinos und bin da auch schon jetzt sehr gespannt, wie mir der dritte Teil gefällt und wie mir dann am Ende auch irgendwie der vierte Teil gefallen wird. Und dann habe ich auch noch die 7. Staffel von Vampire Diaries beendet. Die habe ich jetzt den ganzen Oktober mit angeschaut, jetzt dann auch am Wochenende beendet. Ich muss aber sagen, dass mir die Staffel mit auch am wenigsten gefallen hat. Sie ist gut, sie ist spannend. Ich finde sie aber auch einfach zu überladen. Mit Nebenthemen, mit neuen Bösewichten, mit neuen Herausforderungen, mit Konflikten und ich denke mir, Leute, ach, das hatten wir doch alles schon. Also man merkt schon, dass einfach nach 6, 7 Staffeln jetzt alles auch irgendwie erzählt ist und die 8. Staffel ist ja die finale Staffel, die ich jetzt anschauen werde und werde ich jetzt auf jeden Fall auch im November noch mir anschauen. Hat ja auch nicht so viele Folgen wie jetzt alle anderen. Ich glaube, die hat jetzt hier nur 15, 16 Folgen, während die anderen alle über 20 hatten. Ich weiß ja so ein bisschen, wie sie enden wird, weil ich mich da ja, also man kommt da ja nicht drum rum. Man wird da definitiv gespoilert. Ich muss aber schon sagen, dass das eine Serie ist, wo ich nicht gedacht hätte, dass sie mich so begeistert, dass sie mich so unterhält, dass selbst so ein bisschen mehr Folgen trotzdem irgendwie Lust machen aufs Weiterschauen, dass es für mich bisher keinen Punkt gab, um nicht weiter zu gucken. Und ich möchte jetzt mich mal umschauen, wo ich The Originals mir anschauen kann. Ich habe die nicht auf Netflix gefunden. Mal gucken, ob sie vielleicht auf Prime oder irgendwo erhältlich ist. Das ist ja die Nebenserie zu Charakteren, die man ja auch aus The Vampire Diaries schon kennt. Ich bin natürlich jetzt gespannt, wie die 8. Staffel wirklich enden wird, nicht nur in Bildern, wie man es weiß, sondern eben auch den Weg dorthin, der ja durchaus wichtig ist und freue mich da auch definitiv jetzt auf die 8. Staffel, bin da sehr gespannt und dann mal sehen, welche Serie als nächstes kommt. Ich liebe Euglia mit dem Disney Plus Channel, Disney Plus heißt es, glaube ich. Und einfach mal so einen Monat nur Disney-Filme. Vielleicht rufe ich ja da den Dezember dazu auf. Der bietet sich ja auch ein bisschen wegen Weihnachten und so an. Hat mir aber auf jeden Fall auch ganz gut gefallen. Aber es ist halt schon, wenn eine Geschichte so lange geht, da muss man sich natürlich auch Dinge einfallen lassen, die irgendwie, auf die man als Zuschauer nicht kommt. Aber gut. Ja, 4 gute Bücher, die mich gut unterhalten haben. Ein cooler Film, eine tolle Serie, eine wahnsinnig stylische Lampe, die Spaß macht. Allerhand in dieser Bücherwoche. Ich bin natürlich neugierig, was ihr im November jetzt vorgenommen habt zu lesen. Da bin ich sehr gespannt. Lasst uns da gerne in den Kommentaren ein bisschen austauschen. Alle Bücher in der Infobox. Schaut da gerne mal vorbei, wenn euch da noch was interessiert. Und ich danke euch jetzt fürs Zusehen, wünsche euch noch einen schönen Tag, einen schönen Abend, ein tolles Wochenende und dann sehen wir uns beim nächsten Video. Macht's gut. Tschüss, eure Steffi.